Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus. Wahlticker. Alles rund um den Urnengang. Heute können die Berliner die Zusammensetzung des Berliner Abgeordnetenhauses, vergleichbar mit einem Landtag, und der Bezirksverordnetenversammlung, BVV, vergleichbar mit einem Kreistag, wählen. Die deutsche Hauptstadt wurde die letzten 5 Jahre von der SPD und den Linken regiert. Laut vorherigen Umfragen wird es wohl auch nach der Wahl wieder eine linke Regierung geben, die entweder rot-rot oder rot-grün sein wird. Spannender wird da eher die Frage, ob die Piraten erstmals den Sprung in einen Landtag schaffen und wie die rechten Parteien abschneiden. Rechts von der CDU treten 4 Parteien an: die NPD, die Freiheit, Pro-Deutschland und die deutschen Konservativen. Die NPD erreichte vor 5 Jahren 2,6%. Die anderen 3 Parteien treten erstmals an. Sie wurden jeweils erst vor einigen Monaten gegründet. 8 Uhr. Mit der Öffnung der Wahllokale beginnen wir mit unserer Berichterstattung zur Abgeordnetenhauswahl. 8.05 Uhr. Die letzte Umfrage der Info GmbH vom 15.09. ergab folgendes Ergebnis: SPD 31%, CDU 22%, Grüne 18%, Linke 12%, FDP 2%, Piraten 9%, NPD 3% und die sonstigen Parteien kommen zusammen auf 3%. Demnach erscheint ein Einzug der Piraten als relativ sicher. Ob sie es tatsächlich ins Abgeordnetenhaus schaffen, bleibt derzeit noch abzuwarten. Für die NPD scheint zumindest ein Achtungserfolg möglich zu sein, während die FDP wohl auch in Berlin aus dem Landtag fliegen wird. Die anderen Parteien werden wohl keine besondere Rolle spielen. Dies ist jedoch derzeit alles Spekulation. Gewissheit gibt es frühestens um 18 Uhr mit der Prognose. 13.15 Uhr. Wie die Polizei inzwischen bestätigte, haben mutmaßliche Linksextremisten die Geschäftsstelle der CDU in linkslastigen Friedrichshain-Kreuzberg angegriffen. Dabei seien in der Nacht Schilder abgerissen worden und eine Fahne der Antifa gehisst worden. Zudem hätten die Kriminellen versucht, in das Gebäude einzudringen. Auch die NPD liegt weiter im Visier der linken Extremisten. Am Abend wollen diese unter dem Motto NPD-Wahlparty angreifen, vor der Parteizentrale der NPD aufmarschieren. 13.40 Uhr. Die Landeswahlleiterin teilte soeben mit, dass bis 12 Uhr nur 19,1% der wahlberechtigten Bürger ihre Stimme wahrnahmen. Dies sind 3,2% weniger als bei der letzten Wahl 2006. Damals waren es nämlich 22,3%, die bis zum Mittag ihren Urnengang absolvierten. 16.05 Uhr. Der diesjährige Wahlkampf in Berlin war übrigens so teuer wie noch nie. Die etablierten Parteien gaben satte 5 Millionen Euro für Wahlwerbung aus. Allen voran die SPD, die für ihren inhaltsarmen Wahlkampf und Schwarz-Weiß-Plakate 1,7 Millionen Euro ausgab. An zweiter Stelle liegen die Grünen mit 1,1 Millionen, 2006 450.000. Die CDU gab 1 Million aus und somit 40% mehr als 2006. Die Linke gab 700.000 Euro aus, die FDP 350.000, die Piratenparteien angeblich 25.000 Euro. 17.20 Uhr. Die Wahlbeteiligung bis 16 Uhr lag bei 46%. Im Jahre 2006 gingen bis zum selben Zeitpunkt noch 47,5% der Bürger zur Wahlurne. 17.45 Uhr. An ausgewählten Wahllokalen wurden wieder Nachwahlbefragungen durchgeführt, aus denen sich die Prognosen errechnen, die zeitgleich mit der Schließung der Wahllokale um 18 Uhr veröffentlicht werden. 18 Uhr. Mit dem Schließen der Wahllokale gibt es nun wie angekündigt die ersten Prognosen. Laut dem regionalen Fernsehsender RBB erreicht SPD 29,5%, CDU 23,5%, Grüne 18%, Linke 11,5%, FDP 2% und Piraten 8,5%. Den sonstigen Parteien werden demnach 7% zugeschrieben. 18.25 Uhr. Die erste RBB-Hochrechnung des Abends sieht SPD bei 29,2%,
CDU bei 23,4%, Grüne bei 17,9%, Linke haben 11,6%, FDP 1,8%. Die Piratenpartei, die im Wahlkampf neben ihren altbekannten Weltnetzthemen vor allem durch die Übernahme originär linker Forderungen wie Drogenlegalisierung, Wahlrecht für alle Ausländer und Schwulenpolitik auffiel, erreichte 8,6 Prozentpunkte. Die sonstigen Parteien erzielen 7,5 Prozentpunkte. Unter den sonstigen sind auch die rechten Fraktionen vertreten. Dabei erhält die NPD derzeit 2%. Wie die Freiheit und Pro Deutschland abgeschnitten haben, ist noch unklar. 19.30 Uhr. Die aktuelle ZDF-Hochrechnung sieht die SPD bei 28,5%, CDU bei 23,2%, die Grünen 17,5%, die Linke 11,6%, FDP 2%, Piraten 9,1%, Sonstige 8,1%. 19.40 Uhr. Die Landeswahlleiterin gibt nun auch die momentanen Ergebnisse der kleineren Parteien bekannt. Demnach erreicht die NPD 2,1%, Pro Deutschland 1,3% und Die Freiheit 1%. Die Ausländerpartei BIG, die besonders im überfremdeten Westteil der Stadt mit zahlreichen Plakaten auf Stimmenfang ging, um Lobbypolitik für den türkischen Staat zu betreiben, liegt bei 0,7%. 19.50 Uhr. Nach Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern wird die FDP nun wohl auch in Berlin von der NPD überholt. NPD derzeit 2,1%, FDP bei 1,9%. 20.05 Uhr. Trotz verlorener Prozentpunkte sieht sich die SPD mit ihrer derzeitigen 27,9% als Wahlsieger. Die bisherige rot-rote Koalition gilt als abgewählt. Am wahrscheinlichsten ist jetzt Rot-Grün unter der Führung von Klaus Wowereit. 20.10 Uhr. Nur 11% der Piratenwähler wählen die Weltnetzpartei laut ZDF wegen politischer Inhalte. 80% lediglich aus Protest. Derzeit liegt die Piratenpartei bei 9,5 Prozentpunkten. 20.25 Uhr. Aktuelle Zwischenergebnisse der sonstigen Parteien. NPD 2,1%, FDP 1,8%, Tierschutzpartei 1,5%, Pro Deutschland 1,2%, Die Freiheit 1,0%, Die Partei 0,9%, BIG 0,6%, Die Konservativen 0,2%. Die Wahlbeteiligung liegt bei etwa 60%, das sind lediglich 2 Prozentpunkte mehr als 2006. 20.40 Uhr. Die FDP, die in Berlin mit unter 2% ihr schlechtestes Ergebnis aller Zeiten einfuhr, steckt offenkundig in einer schweren Krise. Es wurden bereits erste Rücktrittsforderungen gegen den nach wie vor praktisch unbekannten Spitzenkandidaten und FDP-Landesvorsitzenden Christoph Meyer laut. 20.55 Uhr. Rechts der CDU dominiert weiterhin die NPD mit 2,1%, gefolgt von Pro Deutschland mit 1,2% und Die Freiheit mit 1,0%. Die Konservativen spielen mit 0,2% praktisch keine Rolle. Alle 4 Ergebnisse zusammengelegt käme der 5%-Hürde aber rein rhetorisch schon greifbar nahe. Es müssen noch etwa 10% der Wählerstimmen ausgezählt werden. 21.30 Uhr. Neben der Berlin-Wahl fand heute auch die Nachwahl zur Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern in einem Wahlkreis auf Rügen statt. Die etablierten Parteien hatten sich dabei zu einem bizarren Stimmenpakt zusammengeschlossen, nur um der NPD im Nachhinein noch einen Landtagssitz abzulutschen. Dazu sollten möglichst viele Wähler ihre Stimmen den Grünen geben. Inzwischen zeichnet sich auch ab, dass die Grünen ein weiteres Mandat hinzugewinnen werden. Allerdings nicht von der NPD, sondern auf Kosten der Verbündeten SPD. Die Aktion dürfte also wahrscheinlich mit einer Blamage für die Blockparteien enden. 21.45 Uhr. Die 4 Parteien, die rechts der CDU antraten, erreichten zusammengerechnet rund 4,5%. Der Gründer der neu angetretenen Partei Die Freiheit, der ehemalige CDU-Fraktionär René Stadtgewitz, sagte Anfang des Jahres dem Spiegel:
Wenn wir es nicht schaffen, ins Parlament zu kommen, ist die Partei praktisch tot. Tatsächlich erreichte die Partei heute lediglich 1,0%. Der Landtagseinzug wurde somit klar verfehlt. Auch die Bürgerbewegung Pro Deutschland war fest von einem Einzug ins Abgeordnetenhaus überzeugt. Spitzenkandidat Manfred Roos verkündet noch Anfang dieser Woche auf der parteieigenen Internetseite: Die Hoffnung, unser zweistelliges Wählerpotenzial würde sich durch die Kandidatur mehrerer rechter Parteien auf weniger als 5% zersplittern, wird sich nicht erfüllen. Bis dahin ist noch ein weiter Weg, auf dem der Einzug der Bürgerbewegung Pro Deutschland ins Berliner Abgeordnetenhaus am 18. September ein wichtiger erster Schritt sein wird. Der Einzug wurde mit 1,2% jedoch ebenfalls klar verfehlt. Durch ein Konkurrenzantritt dieser Parteien ging jedoch das Ergebnis der NPD von 2,6 auf 2,1% zurück. 22.19 Uhr. Bei den Wahlen zu den Bezirksverordnetenversammlungen BVV gilt eine 3%-Hürde. Bislang scheint rechts der CDU lediglich die NPD-Mandate zu erreichen. Ihr waren auch bereits im Vorfeld Chancen auf 3 Bezirke zugerechnet worden. In Lichtenberg erreicht die NPD derzeit 3,5%, in Marzahn-Hellersdorf 4,0%, in Treptow-Köpenick 4,4% und in Neukölln 3,0%. Pro Deutschland, die Freiheit und die Konservativen gehen nach derzeitigem Stand komplett leer aus. 22.40 Uhr. Amtliches Ergebnis der Nachwahl auf Rügen zur Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern. Die NPD behält ihren 5. Sitz im Landtag. Die etablierten Parteien wollten durch entsprechende Wahlabsprachen der NPD noch einen Sitz entreißen, was misslungen ist. Dieser 5. Sitz sollte an die Grünen gehen. Diese erhalten auch einen zusätzlichen Sitz im Landtag, jedoch nicht von der NPD, sondern von der SPD, da die Grünen zwar die nötigen Stimmen erhielten, aber die SPD büßte durch diese Strategie zu viele Stimmen ein. Die taktische Absprache ist somit in die Hose gegangen. Die Wahlbeteiligung bei der Nachwahl betrug nur 40,8%. 23.07 Uhr. Der offizielle Wahlsieger Klaus Wowereit, SPD, verlor seinen eigenen Wahlkreis in Charlottenburg-Wilmersdorf mit 36,8% an einen CDU-Kandidaten, der 37,8% erreichte. 23.20 Uhr. Nach Auszählungen von 97,4% der Wahllokale ergibt sich bei der Abgeordnetenauswahl in Berlin folgendes Ergebnis: SPD 28,4%, CDU 23,3%, Grüne 17,6%, Die Linke 11,7%, Die Piraten 8,9%, NPD 2,1%, FDP 1,8%. Tierschutzpartei 1,5%, Pro Deutschland 1,2%, Die Freiheit 1,0%, Die Partei 0,9%, BIG 0,5%, Deutsche Konservative 0,2%. Die FDP hat somit ihr Projekt 18 endlich verwirklicht, allerdings mit einem Komma. Montag. Die Endergebnisse sind nun öffentlich. Bis auf das Ergebnis der SPD mit nun 28,3% hat sich an den Werten von 23.20 Uhr nichts mehr geändert. Ein Blick auf die Endergebnisse rechts der CDU im Ost-West-Vergleich. In Ost-Berlin erreichte die NPD 2,9%, Pro Deutschland 1,4%, Die Freiheit 1,1% und die Konservativen 0,1%. Im Westteil der Stadt NPD 1,6%, Pro Deutschland 1,1%, Die Freiheit 0,9% und die Konservativen 0,2%. Insgesamt hat die Freiheit die 1%-Hürde knapp verfehlt und wird damit keine Parteienfinanzierung erhalten.